Von Beginn an folgt Diam Bouchage einer Philosophie der nachhaltigen Entwicklung. Das Unternehmen optimiert seinen Energieverbrauch durch die Investition in immer leistungsfähigere Produktionsmittel und durch das Recycling seiner Abfälle. Das Verbrennen des nicht genutzten Korkenstaubs deckt zum Beispiel 35% des Energiebedarfs. Die Diamantbehandlung, die eine sensorische Neutralität der Diam-Produkte sichert, basiert auf der Nutzung von CO2, das in einem geschlossenen Kreislauf recycelt wurde und ist damit extrem umweltfreundlich. Heute haben die vom Unternehmen unternommenen Optimierungsmaßnahmen zu einer guten Kontrolle des CO2-Abdrucks unserer Korken geführt, der um über 20% reduziert werden konnte. Diam Bouchage erstellt mit seinen Korklieferanten Planprogramme über mehrere Jahre. Diese langfristige Zusammenarbeit trägt zur Pflege der Wälder und Vermeidung von Bränden bei. Lokale Partnerschaften mit Besitzern von Korkeichenwäldern im Var und im Roussillon tragen zur Wiederbelebung dieser traditionellen Aktivität und der Aufwertung des Biotops bei. Noi sappiamo quanto le piante di sughero fanno parte del nostro grande patrimonio, sappiamo quanto bisogna rispettare a nostra volta i territori dove nascono e crescono le nostre vigne. Noi abbiamo ritrovato tutti questi valori in Diam. Durch das Angebot von garantiert durchlässigen Korken ermöglicht das Unternehmen den Winzern geringere SO2-Mengen einzusetzen. Aus diesem Grund wird Diam von den großen Namen des biodynamischen Anbaus geschätzt. Tellement mis en bouteille avec un niveau de SO2 libre nettement plus bas selon les catégories de 10 à 25% inférieur. Comme la variation d'évolution est très très linéaire, on peut se permettre de descendre beaucoup plus bas tout en ayant une excellente expression et une excellente protection de te permite reducir los niveles de sulfuroso, de anidrio sulfuroso en el momento del embotellado, ¿no? Comparado con otros sistemas de taponado, pues también hay que reconocer que el Diam no deja de ser un tapón de corcho natural. Studien von Margaret Chapelle in Zusammenhang mit der Morphokristallisation zeigen den einzigartigen Charakter der Diam-Korken. J'ai donc fait toute une gamme de vins bouchés par toutes sortes de bouchons, y compris les Diam, et j'ai étudié les cristallisations de ces vins-là. Après 6 mois, après 1 an, quand on débouche une bouteille où se trouve un bouchon Diam, on retrouve le qualitatif d'origine. Fabriquer un bouchon homogène avec de bonnes propriétés, mais tout en ne perdant pas à l'esprit le côté écologique et le côté bilan carbone, pour moi c'est très important. Et puis, si on peut travailler avec des entreprises locales, notamment dans le sud de la France, je suis 100% pour.